Hallo Leute und willkommen zu einem neuen kommentierten Gefecht hier in Rouge. Ich habe jetzt eine längere Pause gemacht, aber habe mir dann direkt zu Beginn mal ein besonderes rausgesucht von Eakta. Er hat mir eine E-Mail geschrieben, schon eine Weile her. Da meinte er total begeistert, ja, ich habe hier ein richtig, richtig gutes Replay, bei dem ich einfach mal gesagt habe, okay, ich baue direkt zu Beginn quasi eine Prototypenbasis und schaue einfach mal, wie weit ich komme. Ihr seht vielleicht, das Replay ist auch gar nicht so lang, weil die Strategie erstaunlich erfolgreich war. Und wir wollen uns mal anschauen, wie es möglich sein kann, dass man quasi gegen drei gegnerische Teams mit jeweils zwei Spielern mit deutschen Prototypen im Early Game wirklich gewinnen kann. Weil man kann davon ja logischerweise nicht so viel bauen. Und sie sind zwar stark, aber sind dann doch sehr, sehr wenige. Und während wir jetzt uns in letzter Zeit immer mal wieder angeguckt haben, wie wichtig es ist, dass man schnelle Einheiten braucht oder dass man eben gut gepanzerte Einheiten braucht, zum Beispiel bei den Franzosen, schauen wir uns heute an, was so ein Königstiger in den ersten 5 Minuten des Gefechts anrichten kann. Und es ist tatsächlich sehr interessant. Aber auf jeden Fall, wir haben hier 4 Teams mit jeweils 2 Spielern. Wir haben hier einmal die USA und Deutschland. Hier drüben haben wir Großbritannien und die USA, Deutschland und Russland und Russland und die USA. Prinzipiell ganz gute Kombination. Ihr seht vielleicht, wir spielen im 45-Spielmodus. Ich verspreche euch, es kommt auch mal wieder totaler Krieg. Und auch wenn ihr das Video seht, am heutigen Tage, dem 28.03., findet am Abend auf YouTube und Twitch ein Livestream statt. Da spiele ich auch mal wieder ein paar Live-Gefechte in Rouge. Da könnt ihr sehr gerne A mitspielen und B zuschauen. Ich empfehle euch aber Twitch, da wir da in Zukunft wahrscheinlich vollständig hin wandern oder halt wechseln wieder zurück. Aber gut, also der Amerikaner hat hier natürlich erstmal einen ganz ordentlichen Job gemacht, hat 2 P40s gebaut und konnte damit erstmal die feindlichen Fallschirmjäger aufhalten. Gut, das ist jetzt noch nicht gravierend, aber wir alle wissen, wie unglaublich nervig es sein kann, wenn Brite beispielsweise einem die Fallschirmjäger in den Rücken schickt, weil dadurch verliert man halt ziemlich schnell Nachschubdepot. Und man muss dann erstmal die Infanterie wieder aus seiner Basis rausbekommen und so weiter. Und es ist halt alles immer ein bisschen stressig und das möchte man natürlich nicht. Was wir hier sehen, ist was sehr, sehr Interessantes. Und zwar, das haben wir neulich im Livestream mit Lasse, hatte ich eine ähnliche Situation. Nicht mit dem Puma, sondern mit dem französischen Panzeraufklärer, den es nur Prototypenbasis gibt. Ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt. Auf jeden Fall, die darf man nicht unterschätzen. Die können sich nämlich im Wald verstecken. Und der Puma hat zwar jetzt nur Panzerungsstufe 2, aber immerhin. Und wenn er dann im Wald steht, kann er da schon ein bisschen Schaden anrichten. Ich meine, er macht immer noch 7 Schaden gegen Panzerungsstufe 5. Und er kann halt ja schwerer getroffen werden. Gegebenenfalls sieht man ihn gar nicht. Und wenn man ihn sieht, macht man ihm halt deutlich weniger Schaden. Also so ein Puma kann richtig eingesetzt schon sehr, sehr eklig sein. Aber gut, wir haben hier nicht nur einen Deutschen, der offensichtlich auf Prototypen geht. Hier immer direkt mal 2 Düsenjäger und die zerlegen natürlich die Spitfire schon mal komplett. Die kommen da kurz rein, machen einmal kurz einen Prozess und da war's das. Also es kann sich durchaus lohnen, auf Prototypen zu gehen. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht meine präferierte Art zu spielen. Aus 2 Gründen. Erstens spiele ich nie 45, da geht es also einfach gar nicht. Und zweitens habe ich lieber ein bisschen Kontrolle. Und einzelne sehr, sehr starke Einheiten können natürlich extrem böse sein. Aber sie sind eben auch sehr anfällig. Und so ein Puma, der kostet halt auch seine $30. Darf man nicht unterschätzen. Aber er kann außer Gebäude hier alles angreifen. Sprich, er kann Einheiten angreifen. Er kann sogar leichtere Panzer vermutlich zerstören, wenn er im Wald steht. Er kann die Flugzeuge auf dem Flugfeld zerstören. Er kann die Supply Trucks zerstören und so weiter und so fort. Also so ein Puma in der Basis ist jetzt nicht so schlimm wie ein Tiger oder eine Infanterie in der Basis. Aber schön ist trotzdem nicht. Aber gut, hier drüben sieht das Ganze wesentlich ausgeglichener aus. Die haben da keine Panzer in der Basis, aber wir sehen, solche Düsenjäger oder so sind natürlich, wenn sie da mal auf dem Feld sind, unglaublich stark. Es ist aber nur die Frage, wie viel Geld opfere ich dafür? Man hat ja so gewisse Opportunitätskosten. Wenn ich halt ein Flugfeld baue und einen Düsenjäger erforsche und die dann halt auch baue, in der Zeit hätte ich halt alles mögliche andere bauen können, muss man also immer ein bisschen aufpassen. Aber prinzipiell, wenn es nur darum geht, jetzt die Luftüberlegenheit zu bekommen und Geld spielt keine Rolle, dann klar, warum nicht? Wobei man dann natürlich dann immer noch ein bisschen aufpassen muss, wenn dann natürlich die Flieger nicht im richtigen Ort sind, da verliert man da auch mal ganz schnell 2 Stukas. Aber hier kommen wir eben wieder in den Kampf, ja, Me 262 gegen Spitfire und der war natürlich sehr, sehr schnell entschieden. Gerade bei Luftwaffe ist ja auch Geschwindigkeit sehr wichtig und das ist übrigens das, was ich meine. So ein Puma nimmt halt ein BA-100, ja, so ein BA-11 komplett auseinander, wenn er im Wald steht. Der BA-11 macht 9 Schaden gegen den Puma und der macht halt
ja, 31 Schaden und dazu stand er auch noch im Wald, also da einfach keine Chance dagegen. Gegen Infanterie ist jetzt nicht so unglaublich hochgradig effizient, also kriegt die Infanterie schon runter, aber so Quadias, die mit Fanatismus auf einen zustürmen, ja, die könnten ihn eigentlich überrennen. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was hier passiert. Ich verstehe nicht, warum der Gegner hier nicht einfach weiter in den Wald reingestürmt ist. Er hätte ihn eigentlich überrennen können. Aber gut, wahrscheinlich haben die schlicht und ergreifend kapituliert. Aber so, ihr seht so einen Puma, der ist natürlich nicht schlecht. Das ist natürlich naheliegend, einfach nochmal einen zweiten zu bauen. Und ich denke mal, das ist so eigentlich das Wichtigste, wenn man mit sehr, sehr starken Einheiten spielt. Wenn man einzelne, wirklich, wirklich starke Einheiten hat, dann muss man deren Vorteile natürlich perfekt ausnutzen. Habt ihr zum Beispiel Panzerartillerie oder so, dann müsst ihr die perfekt nutzen, sonst lohnt sie sich nicht. Jetzt einfach mal ganz viele Panzer drauf, das ist normal, das ist eine normale Art zu spielen. Aber es gibt Einheiten wie Pioniere oder Scharfschützen von den Japanern beispielsweise, die sind viel teurer als normale Infanterie. Wenn man sie aber nur normal einsetzt, bringt es einem kaum einen Mehrwert. Setzt man sie aber richtig ein, sind sie so viel mehr wert im Verhältnis zur normalen Infanterie. Und so ist eben auch mit diversen Spezialeinheiten. So ein Puma ist natürlich teuer, aber wenn er hier drin steht und halt die feindlichen leichten Panzer zerlegt, warum auch immer hier nicht einfach mal ein gescheiter Panzer gebaut wird, ja, dann ist so ein Puma natürlich gut was wert. Genauso wie hier die Messerschmitt 262 viel wert ist, aber man muss halt eben auch aufpassen, dass man sie richtig einsetzt. Ihr habt gesehen, wenn die Einheiten dann natürlich am falschen Ort stehen, dann bringt das Ganze natürlich nichts mehr. 810 km/h sehe ich, das ist natürlich ordentlich. Aber gut, es ist wirklich interessant, wie wunderbar der Puma sich da hält. Aber gut, das Team da drüben hat inzwischen sogar kapituliert. Ich glaube, Eakta ist bis jetzt sogar finanziell besser rausgekommen, weil er eigentlich nur zwei Einheiten gebaut hat. Eine Einheit davon wurde sehr effizient genutzt und der Puma, ja, muss man auch noch dazu sagen, der Puma ist natürlich ein Aufklärer, das macht es natürlich auch nochmal nicht schlecht, aber prinzipiell kann man immer sagen, umso mehr Funktion in etwas drin ist, umso schlechter ist er halt in einzelnen Dingen. Die Aufklärfunktion erfüllt er zwar prinzipiell natürlich, aber dafür ist er halt sehr, sehr teuer. Ist kein richtiger Panzer, ist keine richtige Infanterie, klar, er kann alles so ein bisschen, aber er kann alles, finde ich, in einem sehr ordentlichen Maße gut, sodass man im Early Game wirklich ein bisschen Ärger machen kann, wenn er mal schwere Panzerrollen macht, so ein Puma natürlich nicht mehr viel Schaden. Aber gut, hier wunderbar, wo wir im Spielmodus 45 sind, sehe ich bis jetzt, okay, ein einziges Admin, das gebaut wurde, ansonsten versucht man hier zu expandieren und eben die Nachschubdepots zu sichern, das ist immer eine Art zu spielen, die mir gefällt und die auch meistens eher zum Sieg führt. Und hier drüben, ja, hat der, es ist ein Amerikaner und Brite, die haben so ein bisschen Problem mit den Russen. Die machen das nämlich hier ganz interessant. Die setzen nicht auf extrem schwere, starke Einheiten, sondern auf eine nette Kombination. Das habe ich auch mal in einem vorherigen Video mal gezeigt, dass man quasi so eine Stuck mit einer 8-8 auch kombinieren kann. Und dass das richtig, richtig böse werden kann. Die sind jetzt einfach mal hingegangen und haben leichte Panzer mit Panzerzerstörer kombiniert. Kann man prinzipiell machen, das ist eine sehr, sehr böse Mischung. Allerdings, ja, braucht man dafür eine Panzerabwehrbasis und eine Panzerbasis. Wobei, kann man die T-26, kann man die eine Kaserne bauen? Die baut man eine Panzerbasis, eben. Andererseits, beim Russen sind die nicht so teuer, aber da kostet auch die Panzerabwehrbasis $40. Also, ja, muss man sich natürlich überlegen, ob man das im Early Game dann macht. Also, die Kombination prinzipiell ist natürlich in Ordnung. Aber, schauen wir mal, was die Kombination gegen einen Königstiger ausmachen kann. Also, das ist jetzt halt die Idee. Also, der Königstiger kostet $50, so einer kostet 15, plus nochmal einer kostet 35. Also, ein Königstiger ist schon mal ein gutes Stück teurer. Müsste also locker 2 Sus und am besten noch 2 T26 aufhalten können, damit sich das Ganze lohnt. Und da kann man auf jeden Fall gleich mal schauen, was sich da durchsetzt, Masse oder Klasse, oder ob er eben noch ein paar mehr Königstiger braucht, ob einer vielleicht doch nicht ausreicht, ob er dann eben noch mehr Luftwaffe beispielsweise braucht. Und wir werden auch sehen, wie sich der Luftkampf entwickelt. Da haben wir dann genau das umgekehrte Bild. Wir haben hier Düsenjäger und hier eben nur die stinknormalen Mustangs, wobei er da immerhin auf die P51 inzwischen geupgradet hat. Ja, dann könnte es, naja, mehr oder weniger was werden. Wie viel machen die 41? Die machen 45 und sind halt einen Tick schneller. Also, im 101 verlieren die Mustangs natürlich. Die kosten aber auch einen Tick weniger, so muss man mal schauen. Wobei ja gerade Geschwindigkeit bei Luftwaffe auch mal sehr, sehr wichtig sein kann. Interessant finde ich, dass hier dem Team 2 einfach zu viel Boden gewährt wurde.
Das darf man dann halt auch nicht vergessen. Vor allem, wenn man viele kleine Einheiten hat, kann man die auch dafür nutzen, um einfach an vielen Ecken der Map präsent zu sein, dass man einfach nicht alles hier sammelt, sondern hier oben auch was hat. Und wenn dann eben Feindbewegungen kommen, kann man sie eben zusammenziehen. Aber wenn man einfach dem Gegner hier das Feld so überlässt, ist das natürlich schwierig. Und darauf muss man dann auch immer achten, dass sowas natürlich nicht passiert. Team 2 nutzt es hier eigentlich ganz gut, sichert sich jetzt auch die Position, weil denen wahrscheinlich bewusst ist, dass die Map ziemlich gut gesichert ist, dass eben mehr Einkommen da ist. Deswegen werden jetzt erstmal Wirbelwinde gebaut, um eben die feindliche Luftwaffe aufzuhalten. Hier drüben wird Infanterie gespammt, um einfach auch jetzt die restlichen Nachschubdepots einzunehmen und hoffentlich auch die HQs, nicht, dass das zerstört, außer er gibt es natürlich auf. Aber so ein HQ gibt nun mal auch so viel Geld wie ein Admin und ist nicht so einfach zu zerstören. Also ich würde HQs eigentlich immer einnehmen. Außer es ist natürlich extrem akut, dass der Feind es verliert. So. Und jetzt kommen wir direkt mal zur Frage, was ist besser, Masse oder Klasse? Naja, es kommt eben ganz drauf an. Wenn wir es machen wie hier, dann natürlich Klasse, weil hier gibt es einen Vorteil, der wirklich binär ist. Das ist ja immer der Punkt. Bin ich irgendwie um 30% schneller, stärker, größer oder sonst was? Oder kann ich etwas, was andere überhaupt nicht kann? Das ist so abstrahiert immer das, auf das man achten muss. Und das sind die Faktoren, die man ausspielen muss. Vereinfacht gesagt ist hier natürlich die Reichweite. Und wenn der Königstiger natürlich jetzt die Gegner auseinandernimmt, bevor die überhaupt zurückschießen können, und dann die Panzerzerstörer sich erstmal in Bewegung setzen müssen, weil die können ja, A, haben sie eine geringere Reichweite, und B, können sie, während sie fahren, nicht schießen. Naja, dann ist das Ganze natürlich schwierig für die russische Abwehr hier. Und da wurde nicht ganz drauf geachtet. Da wurde einfach der eigene Vorteil, also dass man quasi mit weniger Geld mehr Power aufs Feld bringen kann, nicht genutzt, weil eben der feindliche Vorteil, also der eigene Nachteil, dass man eben aus der Entfernung komplett zerschossen wird, das wurde nicht ausreichend beachtet. Da muss man unfassbar drauf aufpassen. Also, wenn man so einen Königstiger vor sich stehen hat, muss man nicht unbedingt in Panik verfallen. Den kriegt man schon kaputt, aber halt nicht auf 500 Meter Distanz. Da muss man aufpassen. Das ist ein bisschen eklig. Jeder, der mal 39 irgendwie gegen KV oder so gekämpft hat, der weiß, dass das stressig sein kann. Aber man hat schon Möglichkeiten und muss ja auch immer bedenken, wie viel Geld man dadurch mehr zur Verfügung hat, weil man eben nicht solche unfassbar teuren Einheiten erforscht und eben auch gebaut hat. So, ärgerlich ist jetzt natürlich für Team 1, dass erstmal ihre Offensive hier oben gescheitert ist. Da kam einfach der Luftangriff nicht wirklich durch. Stehen auch noch beide HQs. Sogar die Nachschubdepots sind gesichert. Das hätte man natürlich vielleicht überlegen müssen, ob man den Angriff unter Umständen eher auf eine Sache fokussiert. Man muss ja auch immer überlegen, wie will ich denn noch gewinnen? Und optimalerweise verfolgt man dann eine Strategie, immer so ein bisschen Schaden machen geht natürlich auch. Man sollte am Ende vom Tag noch einen richtigen Plan haben. Was hier jetzt natürlich prinzipiell wieder möglich ist, ist einmal mit Blitz drauf zu fahren. Der Deutsche macht das aber dann wieder optimal, indem er sich zurückzieht und damit eben den Feind dauerhaft in seinem Schussfeld hält, während er selber kaum getroffen werden kann. Und nachdem er jetzt einmal getroffen wurde, können die Sus schon nicht mehr feuern, beziehungsweise jetzt haben sie die besseren Panzerzerstörer, wunderbar. Die haben auch 500 Meter Reichweite, so kann man das Ganze natürlich kontern. Was natürlich in solchen Situationen auch immer sehr, sehr gut ist, vor allem als Russe, ist der allseits beliebte Infanterie-Spam. Die haben ja neulich mal gelernt, dass Infanterie im Verhältnis zu ihren Kosten einfach unfassbar viel Leben hat. Sie haben erstmal einen höheren Widerstand als normal und solche Geschosse wie das große Kaliber oder so, beziehungsweise hier die HE-Granate, die machen halt kaum Schaden gegen die Infanterie. Die stecken das halt locker weg und vor allem wenn man bedenkt, dass sie nur $5 kostet, deswegen ist Infanterie wirklich in Rouge relativ gut geeignet, einfach die Infanterie als menschlichen Schild zu verwenden. So, hier ist jetzt natürlich sehr, sehr ärgerlich, da wurde auch wieder nicht so ganz auf die Reichweite geachtet und aufs Micromanagement, weil hier einfach versucht wird, mit sehr, sehr schweren Einheiten, also schweren Panzerzerstörern, über einen Fluss drüber zu kommen. Und da haben sie natürlich keine Chance gegen den Königstiger, der hat einfach nochmal ein bisschen mehr Panzerung und macht dementsprechend, die machen 15 Schaden gegen ihn und er macht halt 24 gegen sie. Das heißt, er macht die feindlichen Panzerzerstörer schneller platt, was man natürlich wieder hochrechnen müsste auf die Anzahl und die Kosten. Da sind die Panzerzerstörer natürlich wieder preis-leistungsmäßig besser. Aber wenn sie eben nicht zum Einsatz kommen, weil sie direkt zerplatzen, bevor sie überhaupt in Schussreichweite kommen oder den zweiten Schuss abgeben können, dann bringt das Ganze natürlich wieder nichts. Und hier ist jetzt natürlich auch pure Panik. Die Einheiten bewegen sich, können dadurch nicht feuern. Die Infanterie rennt auf sie zu. Da wurde zu wenig
auf Infanterie geachtet und im Endeffekt hat hier natürlich Klasse massiv entschieden. Ich denke mal, es wäre auch ohne die Infanterie so ausgegangen, aber ich finde, im Reaper hat man wirklich gut gesehen, was ich häufiger mal erwähne, dass eben die Spezialeinheiten richtig eingesetzt werden müssen, dann läuft es, dass man sie aber eigentlich immer kontern kann, weil sie so im Gesamtpaket eigentlich meistens teurer sind. Also so Karo M13, wenn man davon richtig viele spammt, oder Karo M15, die können da teilweise gefährlicher sein, weil es einfach sehr, sehr viele sind. Allerdings können natürlich auch ein einziger Königstiger kann natürlich auch unfassbar gefährlich sein, weil man vielleicht die Reichweite überhaupt nicht outrangen kann und deswegen dem Feuer des Panzers komplett ausgesetzt ist. Aber gut, dann war es mal wieder mit dem Replay. In Zukunft kommen wieder längere, versprochen. Das war jetzt einfach mal wieder so ein bisschen zum Einstieg für mich. Ihr habt gemerkt, ich war ein bisschen unroutiniert, habe jetzt ja wochenlang nur gelernt und nicht aufgenommen. Aber das wird demnächst besser und ich hoffe, dass man sich heute Abend beim Livestream sieht. Und dann würde ich sagen, bis dahin, ciao Leute.